3 Jahre selbstständig und damit herzlich willkommen zurück auf diesem YouTube-Kanal und zu dieser für mich ganz besonderen Reihe X Jahre selbstständig. Wie ihr vielleicht wisst, gibt es die anderen Videos auch schon auf diesem Kanal. Also ich fange jetzt an, selbstständig zu sein. 1 Jahr, 2 Jahre und jetzt kommt eben 3 Jahre selbstständig und ich bin auch schon ganz aufgeregt, dieses Video aufzunehmen und bin auch schon ganz aufgeregt, das nächste dann zu sehen. Ich würde sehr viel Geld dafür zahlen, wenn ich jetzt das Video von nächstem Jahr sehen könnte. Dann werden wir nämlich ein paar Fragen, die mich gerade ziemlich aktiv plagen, werden wir bestimmt beantwortet. Und dementsprechend hoffe ich, dass ich mit diesem Video oder dass wir mit diesem Video, keine Ahnung, einfach so ein bisschen Erlebnisse, Learnings und Erfahrungen mit euch teilen können und ihr ein bisschen Spaß dran habt, mit uns nochmal durch das letzte Jahr zu reisen. Ich dachte mir, dieses Jahr gehen wir so ein bisschen chronologisch durch das Jahr durch und ich kann euch dann immer so ein bisschen erzählen, was Zukunftssandra denn über das Ereignis jetzt denkt, was damals stattgefunden hat. Und am Schluss gibt es dann nochmal so eine kleine Zusammenfassung zum Thema, was habe ich gelernt? Was lief nicht so gut aus meiner Sicht? Was kann man besser machen? Was sind die Goals für nächstes Jahr und was lief auch gut? Und damit würde ich sagen, legen wir los. Noch ganz kurz. Erstmal natürlich ein frohes neues Jahr 2024. Ich hoffe, ihr seid alle schön in das Jahr gestartet und ihr erreicht, was ihr euch wünscht. Wir legen jetzt los und reisen zurück in den Januar 2023. Hier ist noch ja, was war im Januar 2023? Erstmal eine ganz große neue Sache und zwar die Gina wurde Teil unseres Teams. Also Gina war ja schon irgendwie Teil unseres Teams, weil sie damals schon ein Praktikum bei uns bzw. bei mir mitgemacht hat und ist aber jetzt ganz regulär als studentische Hilfskraft mit im Team dabei. Dann war natürlich die liebe Natascha noch dabei und natürlich auch Michelle, die mich ja schon seit einiger Zeit tatkräftig bei allen Katastrophen unterstützt und mich schon sehr oft gerettet hat. Gut, im Januar haben wir gestartet mit einem kleinen YouTube-Format und zwar 31 Tipps zur Fotografie bzw. Mit dem Handy. Die gibt es übrigens immer noch auf diesem YouTube-Kanal, also falls ihr Lust habt, guckt doch mal rein. Die Tipps sind auch im Januar 2024 weitestgehend noch aktuell. Dann hatten wir auch schon im Januar den ersten großen Videodreh, wirklich groß für unsere Verhältnisse, also wirklich mit allem, was dazu gehört. Mehrere Kameras, größeres Team, mehrere Drehtage und wir wurden da gebucht und sind natürlich auch besonders stolz und das Ergebnis gefällt mir und uns nach wie vor noch. Dann gab es schon im Januar die erste Hochzeit. Da muss ich an der Stelle schon mal sagen, es gab im Jahr 2023 nicht so viele Hochzeiten wie in den Jahren davor. Ich habe aber jetzt schon wieder Buchungen für 24 und deshalb mache ich mir dazu keine größeren Gedanken. Dann habe ich mir im Januar bzw. Ende Januar, Anfang Februar so Klamotten und Sachen für neue Shootings gekauft, weil ich ja auch gesagt hatte in dem Video, wie war 2022, dass ich mir verschiedene Sachen in der Fotografie ausprobieren will und da neue Disziplinen antesten will und so weiter. Habe ich eigentlich gar nicht so viel gemacht, leider. Und habe dann diese Klamotten gekauft, weil ich da noch so ein paar Shooting-Ideen hatte. Ja, Fun Fact, das werde ich jetzt in dieses Jahr verlegen und ein paar neue Sachen ausprobieren. Also ich habe auch schon eine Sache, da bin ich mir sicher, dass wir sie machen. Deshalb eine Sache kriegen wir auf jeden Fall hin. Kommen wir zum Februar. Wir haben für die Dokumentation The Red Flower, eine Dokumentation über feministischen Aktivismus in Japan, die wir im März und April gedreht haben in Japan, natürlich noch einige Vorbereitungen gehabt im Februar und hatten auch eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die auch tatsächlich was eingebracht hat, was ganz cool war und uns auch gut unterstützt hat, weil wir alles selbst finanziert hatten und zwar mit Geld aus dieser Selbstständigkeit, was ja auch cool ist, weil irgendwie, ja, ist irgendwie schön, wenn man eigene Projekte machen kann, mit Geld, was man auch selber verdient hat und sich erarbeitet hat. Deshalb ganz cool, aber trotzdem was gut, dass wir noch ein bisschen Unterstützung bekommen haben. An der Stelle nochmal vielen Dank an alle, die uns da unterstützt haben. Ich weiß, dass wir dieses Jahr dazu jetzt auch mal fertig werden mit dieser Dokumentation, was auch so ein bisschen ein Struggle ist, aber dazu kommen wir später. Dann hat mich die liebe Emily auch an ihren ganzen spannenden Erlebnissen und Sachen teilhaben lassen. Emily ist eine gute Freundin von mir, die einfach eine Inspiration ist und auch im Februar, März große Schritte in ihrem Leben gemacht hat und ja, im Februar war ich auch dabei, Ende Februar haben wir dann ihren Geburtstag gefeiert. Im März gab es dann eine große OP für sie, die viel verändert und da durfte ich mit. An der Stelle nochmal, Emily, vielen Dank, dass ich mitkommen durfte, dass du mich immer
oder beziehungsweise uns alle immer in deine ganzen Abenteuer mit einbeziehst und dass du einfach so viel Aufklärungsarbeit leistest, dass du so eine motivierte Inspiration für uns alle bist. Und ja, keine Ahnung, also wenn du nicht erfolgreich und ultra krass wirst und reich und oder berühmt, dann weiß ich auch nicht, dann schaffen wir es alle nicht. Also wir glauben alle mega an dich, es wird mega gut und Emily, hau rein. Dann gab es die ersten Ideen zu unserem Etsy-Store. Da waren sowohl Gina, Michelle und Natascha Feuer und Flamme in der Planung und hatten richtig Bock auf das Thema, richtig Bock auf das Design. Und ja, wir wollten den Etsy-Store aufmachen. An sich eigentlich schon ein bisschen schneller, als wir es dann eigentlich tatsächlich gemacht haben, aber da ist einfach Japan dazwischen gekommen. Da gab es die ersten Ideen, die ersten Moodboards. Da war Natascha super organisiert, das alles zu machen, auch mit Zeitplänen und so weiter und so fort. Also total krass. Und ja, an der Stelle nochmal danke an euch drei. Das habt ihr mega gut gemacht. Und ja, der Etsy Store begleitet uns ja immer noch, deshalb hören wir ab und zu mal wieder von dem. Und natürlich waren wir ja im Büro von Marvin und haben ganz viel mit Marvin Meyer zusammengearbeitet, an der Website weitergemacht und ein schönes neues Printprodukt angefangen zu machen. Das ist nämlich ein wunderschönes Buch geworden. Ist mittlerweile auch fertig und wir sind ein bisschen stolz drauf. Und ja, da hat vor allem Gina ganz viel Layout-Arbeit gemacht und ist wirklich so cool geworden. Und ja, wir sind natürlich dir, Marvin, auch super dankbar, dass du uns immer noch unterstützt mit allem. Sind aber mittlerweile nicht mehr im Büro bei Marvin, wie ihr eventuell sehen könnt. Aber dazu auch später mehr. So, im März war Emilys große OP. Das war auf jeden Fall eine große Sache und hat mich auf jeden Fall sehr, sehr berührt. Und ich war da auch wirklich nah dabei und zwar wirklich also sehr emotional und total krass, dass ich das miterleben durfte. Also danke nochmal an der Stelle. Dann ist im März auch mein Auto kaputt gegangen, beziehungsweise war so der Anfang. Also ich fuhr so auf der Autobahn und plötzlich konnte ich beim Überholen gar kein Gas mehr geben und alles hat geblinkt und keine Ahnung. Ich hatte dann einfach irgendwie Panik. Dann stand ich auf dem Standstreifen und da gab es keinen richtigen, also keine Leitplanke und nichts. Es war einfach so ein bisschen eng. Da sind so diese Autos an mir vorbeigebrettert und ich habe echt einfach in dem Moment ultra Schiss gehabt und hatte einfach dann keinen Bock mehr, dieses Auto zu haben, muss ich echt sagen, weil es hat mir einfach Angst gemacht und ich dachte, ich fühle mich hier ultra unsicher, bin dann aber noch von der Autobahn runtergerollt und habe es dann auch reparieren lassen, aber ich habe das Auto jetzt nicht mehr und mein Partner und ich haben jetzt nur noch ein Auto. Fun Fact, heute am 13. Januar war es in der Werkstatt, haben wir es wieder abgeholt und es hat trotzdem noch ein paar Macken, also naja, Autos halt. Das war ein größerer Schritt, das Auto abzugeben, weil ich dachte, das ist irgendwie krass, weil so ein Ding von Freiheit. Und jetzt habe ich das Deutschland-Ticket und fahre damit relativ viel, was auch ganz cool ist. Und wenn ich dann mal viel Equipment dabei habe, was ich nicht so mitnehmen kann, leihe ich mir das Auto. Aber tatsächlich vermisse ich es gar nicht so arg, wie ich gedacht hätte. Ja, dann hatten wir unseren mega coolen Ausflug in Heidelberg. Das war super, super gut. Da haben wir Fotos gemacht und diese ganzen Ideen mit dem Etsy-Store, dass man sagt, okay, hey, so könnte das aussehen, so könnte das Layout sein. Was können wir gut? Wir können gut fotografieren. Alles klar, dann lass uns mal diese ganze Stimmungswelt einfangen, diese ganze Etsy-Welt, was wir aufnehmen wollten in unserem Store. Und da waren wir in Heidelberg unterwegs und hatten ein Fotoshooting und das war einfach der Hammer, weil es genau dem entsprochen hat, was wir uns einfach vorgestellt haben. Genau diese ganze, nicht nur das Produkt, sondern einfach die ganze Welt außenrum. Und ja, mega, mega cool, haben wir da ein Fotoshooting gemacht. Das war übrigens auch Nataschas Abschiedstag. An der Stelle nochmal vielen Dank, Natascha. Es war eine wirkliche Bereicherung, dich im Team zu haben. Und komm uns doch mal wieder in Karlsruhe besuchen. Und danke, dass du an der Eröffnungsfeier da warst, dass du am Waldstraßenfest da warst und uns besucht hast. Und wir freuen uns, dich bald wiederzusehen und wünschen dir natürlich an der Stelle auch alles Beste für deine Wege. Und auch du bist wie Emily eine krasse Inspiration, super strukturiert. Da könnte ich mir auch ungefähr 10 Schreiben abschneiden. Wir sind gespannt auf deine Projekte und wann es bei dir richtig losgeht mit deinem großen Projekt. Ja, dann kam auch die Gülay-Chan, die neue Praktikantin, dazu. Das heißt, wir hatten einen fliegenden Wechsel und mittlerweile dann ja auch irgendwie ein größeres Team. Also die Michelle, dann Gülay-Chan, dann Gina natürlich und meine Wenigkeit. Das sind ja schon 4 Leute. Crazy, crazy. Ich habe gemerkt, dass ich manchmal ein bisschen überfordert bin, das alles zu managen. Und Fun Fact bin ich immer noch. Ich musste auf jeden Fall noch ein bisschen an mir arbeiten. Bin voll stolz drauf, dass wir so ein paar Leute sind. Ich weiß, es sind nur Praktis oder studentische Hilfskräfte, noch keine 100% Stellen. Aber es geht in die richtige Richtung und ja, dazu auch später mehr.
dann nahm auch zunehmend die ganze KI und künstliche Intelligenz wirklich krass Fahrt auf. Und wir haben das mittlerweile so krass in unseren Arbeitsablauf einbezogen, dass ich mich ehrlich gesagt tatsächlich frage, wie um alles in der Welt haben wir vorher gearbeitet? Das habe ich einfach schon wieder komplett vergessen. Wir machen mittlerweile so viel Social Media Geschichten, was ich damals auch noch nicht wusste, dass das so ein großer Teil von unserer Arbeit wird. Also ist auf jeden Fall sind wir da für diese Entwicklung auch dankbar. Mal gucken, wie ich das nächstes Jahr um die Zeit sehe. Das ist allerdings auch noch eine spannende Frage. Im März ging es dann ab nach Japan und zwar zum Videodreh. Eine Woche bevor wir losgeflogen sind, war ich komplett durch. Also ich hatte ultra viel gearbeitet, super viele Stunden vorgearbeitet, weil ich vor allem war ja 5 Wochen drüben, natürlich sehr viel ausgleichen musste. Und das kann ich an der Stelle auch schon mal sagen. Es hat mich noch Monate danach belastet, dass ich 5 Wochen Ausfall hatte. Und die Woche davor war wirklich hart, weil ich dachte, okay, krass. Die Leute, die Protagonisten oder auch andere Leute, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, die schreiben mir einfach nicht zurück. Ich kriege keine E-Mails zurück, ich erreiche niemanden. Was mache ich denn, wenn ich da drüben bin und nichts funktioniert? Dann haben wir das ganze Geld ausgegeben und keine Ahnung, ultra krass. Wie die ganze Japan-Geschichte lief, deshalb will ich da gar nicht so viel drüber sprechen, außer vielleicht nachher in den Plänen und Learnings nochmal kurz, findet ihr super ausführlich auf diesem YouTube-Kanal. Also da waren wir ja eigentlich den ganzen April unterwegs. Kurz vor dem Flug nach Japan hatte ich immer noch keine gute Kameratasche, deshalb ist meine Mama nochmal mit mir nach Offenburg gefahren und hat mir dann sogar eine geschenkt. Und diese goldene Kameratasche liegt übrigens gerade hier am Boden und macht mir nach wie vor sehr viel Freude. Also an der Stelle nochmal danke, Mama. Ja, dann waren wir im April und zwar den ganzen April in Japan unterwegs und Gott sei Dank lief alles 100-mal besser als geplant. Also ich kann nach wie vor nicht glauben, wie viele Gelegenheiten sich ergeben haben, wie viele Sachen besser funktioniert haben als geplant. Wenn ich darüber nachdenke, kann ich mir so denken, so okay, krass, offensichtlich haben wir alle genug Karma-Punkte gesammelt. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Also die ProtagonistInnen haben uns so krass unterstützt, wir haben so tolle Drehtermine gehabt, es war wirklich unglaublich und daher nochmal danke an alle und auch danke übrigens, als Michelle und ich drüben waren, war Gina mit Gülecan ja hier und die haben beide, also gerade Gina hat so krass viel gearbeitet für Social Media und auch Gülecan hat sich richtig Mühe gegeben und zwar wirklich ultra krass, also danke, dass ihr das alle mitgetragen habt, ultra crazy. Und danke übrigens auch an euch, die sich die ganzen Japan-Geschichten auf diesem YouTube-Kanal angeschaut haben. Deshalb, ja, wenn ihr möchtet, wenn ihr nochmal diese Reise mit uns zusammen erleben wollt, sehr gerne, ihr findet hier auf diesem Kanal die ganze Japan-Story hier irgendwo als Playlist eingeblendet. Und dann kommen wir zum Mai. Im Mai sind wir zurück nach Hause und ich habe erstmal ein bisschen Zeit mit meiner Familie verbracht. Hatte ich mir auch vorgenommen, dass ich einfach nicht immer meine privaten Sachen hinten anstelle und habe auch, ja, auch einfach versucht, die Beziehungen, die ich in meinem Leben habe, ein bisschen zu pflegen. Ich weiß, dass das dann gegen Ende des Jahres immer weniger geworden ist und ich muss auch da wieder an mir arbeiten, aber ich werde es tun. Deshalb nochmal, ja, danke, dass ihr mich alle ertragt. Dann haben wir ganz viel Zeit im Büro verbracht, weil wir einfach super viel nachholen mussten. Also es war einfach ein Haufen Arbeit und ich hatte in den nächsten Monaten das Gefühl, ich ziehe die Sachen immer noch mit. Ich kann mich immer noch nicht davon erholen, dass wir eben diese 5 Wochen weg waren und das ist auch ein krasses Learning, dass man halt sowas schon bedenken muss, dass man nicht nur die Zeit verliert, in der man weg ist, sondern auch die Zeit, die man dann braucht, um wieder auf den alten Stand zu kommen. Dann hatten wir ein großes Projekt gestartet mit der Stadtmission, einem Kunden von uns, wo wir eine riesige Webseite designt haben. Also wir haben sie nicht umgesetzt, wir haben uns Layout gemacht und ganz viele Fotoshootings dafür, wirklich sehr viel Zeit mit dieser Website verbracht haben und tatsächlich ist sie jetzt auch schon fast online. Mega cool, dass wir da dabei sein durften. An der Stelle nochmal danke an dich, Anja, übrigens ganz besonders. Danke! Und an die Stadtmission natürlich, ihr seid alle super und ihr seid einfach tolle Menschen. Dann ging es weiter mit einer weiteren Hochzeit, das war auch sehr schön. Wir waren übrigens dieses Jahr auch öfter im Fotostudio und es war super gut. Auch da habe ich wirklich, glaube ich, wieder weiteres gelernt im Fotostudio und ich mag den Stil mittlerweile ganz gerne, den ich da mache. Aber ich will mir auf jeden Fall noch ein paar Sachen anschauen, gerade so technisch, so kürzer belichten oder mehr Bewegung in den Fotos. Da habe ich auf jeden Fall noch einiges zu lernen, aber es war cool, das Fotostudio benutzen zu dürfen und ich bin ja nach wie vor Mitglied im Lichtwert e.V. in Karlsruhe und da gibt es eben ein Studio, was man da buchen kann
Und es ist einfach der Hammer und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich da dabei sein darf und dass ich da auch rein darf. Also danke an der Stelle. Dann im Juni hatten wir auch ein größeres Projekt und zwar meine erste Kita-Fotografie. Da will ich eigentlich auch noch ein YouTube-Video dazu machen. Das war auch super spannend, weil ganz ehrlich, ich wusste einfach vorher nicht, was für eine Software braucht man, wie stellt man die Bilder zur Verfügung, wie kommuniziert man mit den Eltern, wie macht man überhaupt so einen Plan, wann ist man wo, wie viele Tage fotografiert man, wie viele Gruppen gibt es, wie alt sind die Kinder, was ist der Tagesablauf der Kinder, welche besonderen Wünsche haben die Eltern, bietet man noch irgendwas extra an, also total spannend, es war mega interessant und also da würde ich auch auf jeden Fall, glaube ich, nochmal ein Video drüber machen, was ich da gelernt habe und wie man das überhaupt macht und welche Software und so weiter man da nutzen kann. Dann hatten wir übrigens auch das schöne Fotoshooting im Rosengarten mit Michelle. Das habt ihr wahrscheinlich auch gesehen hier auf diesem Kanal, hoffentlich. Also wenn nicht, schaut es euch gerne noch an. Und dann waren die Gina und ich in Düsseldorf, auf der Dokumi und haben da richtig coole Fotos und Videos gemacht. Das war richtig cool, es hat mega Bock gemacht. Ich habe schon das Hotel für nächstes Jahr gebucht, weil wir da auf jeden Fall nochmal hingehen. Es hat so Spaß gemacht und wir posten die Fotos und Videos immer noch auf TikTok. Also falls ihr euch für Cosplay interessiert, haben wir da den Fokus auf TikTok drauf gelegt. Da könnt ihr ganz, ganz viel sehen. Und ja, unser TikTok-Kanal geht auch steil auf die 1000 FollowerInnen zu. Und da freue ich mich natürlich auch. Und da ist in erster Linie Gina ganz, ganz viel am Performen für den TikTok-Kanal. Ultra krass. Übrigens an der Stelle auch Michelle mit dem Instagram-Channel. Ultra krass. Und Hammer, wie ihr das beide da managt, dass das so gut läuft. Dann waren wir im Juli zweimal im Urlaub und zwar einmal Kurztrip in die schöne Schweiz, ins Tessin und einmal Kurztrip nach Haarlem, weil wir jemanden besucht haben. Das war auch sehr schön und ich bin tatsächlich bei beiden Kurztrips nicht mal krank gewesen. Das ist ja wirklich unglaublich und normalerweise, wenn ich irgendwie Urlaub habe, bin ich krank. Übrigens bin ich in Japan auch nicht krank geworden, aber da haben wir auch 30 Tage am Stück jeden Tag gedreht. Dann haben wir im Juli einen riesigen neuen Kunden gekriegt und zwar die Wallstraße bzw. die Stadt Karlsruhe selbst. Wir wurden gebucht, um den Instagram-Channel der südlichen Wallstraße, wo wir uns ja auch befinden, zu bespielen. Und es war ein Riesending für uns, weil es erstens unser erster größerer Stadtkunde war und also ein öffentliches Projekt. Und wir haben das bekommen und wir sind ja hier auch wirklich zu Hause in der Wallstraße. Und das war natürlich Hammer. Und das Projekt läuft auch weiter und wir haben auch den Zuschlag für das Jahr 2024 und auch für 2025 bekommen, was natürlich hammermäßig gut ist. Deshalb an der Stelle Dankeschön, liebe KME, dass ihr uns vertraut und natürlich auch liebe Waldstraßenmitglieder. Ihr seid alle super und danke, dass ihr uns hier so liebevoll adoptiert habt. Im August haben wir uns dann endlich mal wieder mit mehr Fokus auf den Etsy Store konzentriert und da jetzt dann langsam die Produkte sortiert, vorbereitet und sind auch endlich mal ein bisschen schneller vorangekommen, beziehungsweise wir waren ja nicht langsam, aber wir hatten einfach keine Zeit, weil ja noch die ganzen anderen Sachen uns im Nacken hingen von der Zeit, die wir eben nicht da waren. Der Pitch der Wallstraße, die Wallstraße lief dann an, das heißt, wir haben angefangen, die Posts für die Wallstraße zu machen. Da könnt ihr auch gerne auf Instagram mal vorbeigucken, falls euch interessiert, was wir da so treiben. Das ist die Wallstraße auf Instagram in Karlsruhe. Es gab aber natürlich immer mal wieder Momente, wo es einfach schwer war, wo ich einfach das Gefühl hatte, komplett überarbeitet zu sein und einfach super viele Stunden gesammelt und gleichzeitig total zerstreut und so schwierig ist, sich zu konzentrieren. Also das hatte ich schon ab und zu mal wieder, aber grundsätzlich waren wir on track einigermaßen. Natürlich war es am Anfang schwierig mit den ganzen neuen Social Media Sachen, aber wir haben uns dann eigentlich ganz gut eingegroovt. Im September war das gute Waldstraßenfest, was auch wieder super Spaß gemacht hat und für uns natürlich auch wieder cool war, weil wir das jetzt mit der neuen Instagram-Seite natürlich super cool begleiten konnten. Das hat Spaß gemacht. Und das Waldstraßenfest ist generell immer richtig cool. Dann waren wir auf der Konichi unterwegs in Wiesbaden. Das war auch cool und wir werden auch da nächstes Jahr wieder hingehen, weil die Konichi und die Dokumi einfach cool sind, weil sie einfach so ein schönes Außengelände haben. Und ich finde, da kann man einfach so wunderschöne Fotos machen und ich denke, das werden wir auch beibehalten, weil es auch einfach dem Team und allen und mir uns allen mega viel Spaß gemacht hat. Also es war einfach ein geiler Ausflug. Dann war die Cascon, das war die erste Anime-Manga-Messe in Karlsruhe. Das war auch total abgefahren. Also im September war richtig viel los, da waren auch richtig viele Events in Karlsruhe. Also man kann echt jeden Tag was Spannendes erleben. Super cooler Monat, um in Karlsruhe Zeit zu verbringen übrigens. War natürlich warm, aber sehr schön und die meisten Tage waren auch einfach
super gutes Wetter. Michelle und Leon sind dazu gekommen. Also Michelle ist ja schon die ganze Zeit dabei, aber Michelle hat ihr Praxissemester. Und dankenswerterweise, danke Michelle, hat sie das bei uns gemacht. Also da ging es dann auch im Oktober richtig los. Auch der Leon hat sich dann gemeldet und der Leon war dann auch am Start. Güleycan ist dann allerdings nicht mehr bei uns gewesen. Deshalb an der Stelle danke Güleycan, dass du dich engagiert hast und auch bei uns dabei warst und dein Bestes gegeben hast. Und wir wünschen dir natürlich auch alles Gute für die Zukunft. Ja, dann hatten wir im September allerdings auch eine Sache, die nicht so cool war. Und zwar wurde uns gesagt, dass wir unser Büro verlassen müssen. Also da kann der Marvin gar nichts dafür. Er hat einfach das Büro jetzt für andere Zwecke gebraucht. Und das ist natürlich voll nachvollziehbar. Hat uns und mich in eine ganz neue Situation katapultiert, auf die ich nicht so richtig vorbereitet war und mich auch ein bisschen erschreckt hat im Moment. Ehrlich gesagt tut sie es immer noch. Also wir kommen jetzt langsam in dem emotionalen Status an, in dem ich mich aktuell befinde, der eigentlich gut sein sollte, aber ich irgendwie mal wieder so ein bisschen angsterfüllt bin. Dementsprechend, also da hat sich das dann so angetan. Also wir mussten ein neues Büro suchen. Das war dann erstmal so ein paar Wochen der Unsicherheit und es war uns und auch mir besonders wichtig, dass wir in Karlsruhe bleiben natürlich und dass wir optimalerweise auch in der südlichen Waldstraße bleiben, weil das ist einfach so unser Zuhause geworden und ich wollte wirklich nicht weg. Ich wollte nicht weg von der Interessengemeinschaft südliche Waldstraße. Ich wurde einfach adoptiert und ich wollte halt hier bleiben und das hat mich einfach so richtig genervt und deshalb habe ich mich dann so umgeschaut und umgehört und weil wir ja Gott sei Dank mittlerweile auch ein ganz gutes Netzwerk haben, haben wir dann auch tatsächlich das hinbekommen, dass wir im Oktober, Ende Oktober schon rein durften in unser neues Büro. Also da war im September, Oktober auf jeden Fall ganz viel Vorbereitung und Planung. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Oktober. Ja, im Oktober, wie gesagt, wir hatten dann Mitte Oktober die Zusage für dieses neue Büro. Falls euch da interessiert, wie das da alles war mit der Einrichtung und dem Aufbau und der Renovierung und so weiter, schaut doch gerne auf unserem Instagram-Account sandra.mediaagency vorbei. Da könnt ihr genau erleben und miterleben, was wir so alles gemacht haben. Da gibt es so kleine Reels, wie wir alles hier aufgebaut haben. An der Stelle natürlich vielen Dank an alle, die hier mega viel geholfen haben beim Renovieren und beim Mitmachen. Das war sehr abenteuerlich, aber auch irgendwie cool, weil jetzt haben wir so eigene Räume. Dann hatten wir im Oktober auch noch das coole Wikinger-Shooting. Da war der Leon mit dabei und hat super cool gefilmt und auch das Video geschnitten, also auch richtig cool. Dann wurde der Katalog von Marvin fertig, auf den wir super stolz sind, weil er sehr, sehr schön geworden ist. Dann war in der Waldstraße nochmal ein Event, nämlich das American Dream Event und da gab es eine coole Ausstellung und da durften wir für die Galerie Elvert als Kunden die Ausstellung mitbegleiten von James Francis Gill. Das ist ein Künstler, der dann auch hier zu Besuch war in der Waldstraße. Und Michelle und ich waren auch bei dem Event dabei und es war einfach mega, mega cool, den kennenzulernen. Und es war ein abgefahrenes Erlebnis, auch da mitzumachen und auch dieses Event begleiten zu dürfen. War eine coole Erfahrung, hat mega Spaß gemacht. An der Stelle nochmal danke, Joe, an dich, dass wir da das mit dir alles miterleben durften. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, dann Etsy war tatsächlich, ich weiß gar nicht, wann wir online gegangen sind, das war erst später, aber Etsy hatten wir dann mittlerweile soweit alles zusammen und haben dann nur noch die letzten Produkte vorbereitet und hatten dann unser Design fertig und es war alles durchgeklärt und wir sind über mehrere Stufen gegangen, bis wir dann mal so weit waren. Falls euch das interessiert, haben wir einen TikTok-Account zu dem Etsy-Store. Wir verlinken alle wichtigen Social-Media-Channels, wo ihr ein bisschen mehr Kontext bekommt zu den einzelnen Themen, auf jeden Fall nochmal unten in der Infobox. Ja, die Stadtmission ging auf jeden Fall weiter. Da hatten wir auch noch ein paar richtig coole Fotoshootings und es hat so Spaß gemacht. Und ich habe eine Person fotografiert, wo ich dachte, wow, mit dir muss ich auf jeden Fall irgendwann nochmal ein richtiges Fotoshooting machen. Und das werde ich auf jeden Fall tun und ich hoffe, wir sehen es dann auch im Jahr 2024 auf diesem YouTube-Kanal, weil das wird mega cool. Diese Person war wirklich hammermäßig beeindruckend. Ja, und im Oktober fing es dann auch an, dass ich mich so in das Thema Geld mal wieder hineingesteigert habe, wir haben jetzt den 13. Januar, was immer noch ein Riesenthema ist für mich. Also da kam halt dieses Thema, oh Gott, ich brauche mehr Geld, weil wir jetzt das Office haben. Also wir waren ja vorher in so einem kleinen Raum und es war eigentlich alles relativ erschwinglich, kein größeres Kostenrisiko. Und dann sind wir umgezogen in das neue Büro, was mittlerweile auch wirklich schön geworden ist. Noch nicht ganz fertig, aber wenn es fertig ist, werde ich auch mal alles richtig fotografieren.
Ich erwische mich dabei, immer wieder über das Thema Geld nachzudenken. Ich denke so, fuck, wir brauchen mehr Geld, wir machen mehr Geld. Die andere Sache, die auch noch mehr Geld braucht, ist, dass wir den Vertrag haben, dass Gina ab März auf jeden Fall festangestellt bei Sandra Media sein wird. Was ein riesen krasser Schritt für mich ist, aber aktuell dafür sorgt, dass ich sehr viel über Geld nachdenke. Aber ich weiß, es wird gut. Ich weiß, wir schaffen das. Aber ich muss echt sagen, das ganze Jahr 2022 Mitte bis 2023 September habe ich praktisch nie darüber nachgedacht, wegen Geld. Und jetzt mittlerweile ist es ein großer Punkt in meinem Leben, weil ich einfach denke, oh, hier und da. Und aktuell spare ich auch ganz viel. Und ich so, oh, brauchen wir das? Oh, brauche ich neue Klamotten? Glaube ich nicht. Gehe ich essen? Glaube ich nicht. Von den ganzen selbstständigen Personen, mit denen ich darüber gesprochen habe, alle sagen, boah, die erste Angestellte, das wird auf jeden Fall aufregend. Und das wird es auch bei mir werden. Und Gina, ich weiß, wir schaffen das, wir rocken das. Gina ist auch extra nach Karlsruhe gezogen. Und ich bin einfach so dankbar, dass wir uns getroffen haben, dass du mir so viel Vertrauen entgegenbringst. Ich bin so gespannt, welche Abenteuer uns alle erwarten. Michelle ist ja jetzt gerade noch im Praxissemester und es ist einfach alles so abenteuerlich. Leon ist da, hat ganz viel geholfen beim Umzug. Crazy, crazy. Alles ist verrückt. Also seit diesem Umzug ist einfach alles verrückt. Ja, November, 1. November, wir sind offiziell im neuen Büro angekommen. Also ab da hatten wir auch das alte nicht mehr. Ich bin nach wie vor aufgeregt, aber ich liebe unser neues Büro. Und es ist auch cool, wenn Leute so reinkommen und sagen so, wow, voll schön. Und zwar auch so süß, als Gina zum ersten Mal in dem neuen Büro war. Mega, weil sie sich so gefreut hat. Das war richtig goldig. Also danke an der Stelle nochmal für die ganzen HelferInnen beim Umzug. Dann hatten wir einen neuen Kunden, und zwar das Café mit Flair. Da durften wir jetzt auch Social Media machen. Und wir merken, ehrlich gesagt, durch das Waldstraßen-Social Media werden wir einfach anerkannt als Social Media Leute. Und das ist eigentlich ganz cool. Dann im November habe ich auch mal wieder einen Workshop gehalten, beziehungsweise so eine Art Vorlesungsprogramm gehalten an der Karlshochschule. Das war auch cool, hat mega Spaß gemacht. Da ging es um Medienproduktion und Storytelling. Und ja, war sehr cool. Und die Leute, die da waren, haben auch mega gut mitgemacht. Und ich habe so richtig süße Evaluation bekommen. Ja, da bin ich ein bisschen stolz drauf. Und es hat Spaß gemacht. Also danke an der Stelle an alle, die da mitgemacht haben. Dann hatten wir Ende November unsere Einweihungsfeier. Das war auch ein schöner Tag und es waren voll viele Leute da und wir haben tolle Sachen bekommen und vielen Dank, dass ihr alle da wart. Und wir hatten im November ebenfalls einen zweiten Auftrag von der Stadt bekommen, was auch voll cool ist. Und wir hoffen, also ich hoffe vor allem, dass wir in Zukunft mehr solche Projekte bekommen, weil es einfach Spaß macht, mit der Stadt zusammenzuarbeiten und man auch so coole Connections hat und so viele tolle Personen kennenlernt. Also Hammer. Und ich hoffe, das machen wir weiter. Dann haben wir noch für den Marc Ephraim aus Karlsruhe einiges produziert und bin einfach generell richtig in diesem Social Media Game drin. Wir haben so richtig viel Social Media gemacht, für uns selbst viel. Dann haben wir für alle möglichen Sachen, für alle möglichen Leute kleinere und größere Social Media Produkte gemacht und immer mal wieder Fotoshootings. Im Dezember gab es neue Möbel fürs Büro. Wir hatten die Verlängerung bekommen für die Waldstraße, also dass wir die auch im nächsten Jahr, also dieses Jahr weitermachen dürfen. Dann haben wir bei einer anderen Ausschreibung mitgemacht und ich hoffe, die kriegen wir. Das wäre auch total cool. Da erzähle ich euch aber dann im nächsten Video, in dieser Reihe, also in einem Jahr mehr dazu. Im Dezember habe ich auch ein bisschen Pause gemacht, war bei meiner Familie zu Hause und das war schön und hat Spaß gemacht. Ja, wir hatten ein bisschen Stress, weil wir relativ viel vorbereiten mussten. Gerade bei Social Media ist es ja schwierig, man kann nicht einfach in Urlaub gehen und sagen, oh ja, ich mache mal zwei Wochen nichts. Das funktioniert nicht und dann mussten wir da vorarbeiten. Und leider waren wir dann auch irgendwie ständig, weil irgendjemand krank. Das war irgendwie ein bisschen crazy, also hatten wir so ein bisschen eine Challenge damit, das alles vorzubereiten. Aber es hat alles funktioniert. Das war das Jahr 2023. Mit mehr oder weniger allem, was wir so erlebt haben. Ich danke euch, dass ihr dieses Video bis hier angeguckt habt. Falls irgendjemand noch da ist, bitte schreibt doch einen kleinen Kommentar. Ich bin noch da, in die Kommentare, das wäre sehr lustig. Ein bisschen Revue passieren will ich allerdings an der Stelle doch. Dieses Video ist sehr lang, ich weiß, aber das ist mir egal. Ich gucke mir das auf jeden Fall nächstes Jahr wieder komplett an und freue mich dran. Und wenn ihr daran teilhaben wollt, würde ich mich freuen, sonst gucke ich alleine. Was lief denn gut? Wir haben viele, viele neue Kunden. Das war super und durch dieses ganze Projekt mit der Stadt und die große Social-Media-Seite werden wir einfach auch gesehen als Social-Media-Dienstleister, was uns mega hilft, einfach da auch gesehen zu werden und neue Kunden zu bekommen, was auch schon funktioniert. Was auch gut lief, trotz dem 5 Wochen Verdienstausfall haben wir unser Umsatzziel erreicht, aber natürlich durch das Büro und durch die neuen Geschichten, die jetzt ergeben, haben wir auch höhere Kosten. Aber wir haben das Umsatzziel erreicht, was
super cool ist. Ja, und ich spreche immer mehr von wir, weil diese ganze Selbstständigkeit nicht mehr nur ich bin, sondern wir sind ein Team. Das letzte Jahr war, wir kommen in die Waldstraße oder wir kommen richtig in der Waldstraße an. Und dieses Jahr ist, wir werden halt einfach eine Agentur. Es ist nicht mehr Sandra alleine, sondern wir sind einfach ein Team. Michelle ist ja schon lange dabei, jetzt auch im Prax. Leon ist jetzt eine Weile dabei, aber es war auch super schön. Und auch Natascha und Gülecan, danke an der Stelle, dass ihr dabei wart. Es war hammermäßig. Gina wird jetzt die erste Festangestellte bei Sandra Media sein. Und das erfüllt mich mit sehr viel Stolz und sehr viel Panik gleichzeitig. Aber wie krass ist das? Unglaublich, finde ich. Die Waldstraße ist nach wie vor unser Zuhause. Wir fühlen uns hier super wohl und wir haben jetzt dieses wunderschöne Büro. Wer hätte das gedacht? 2023, what the fuck? Und jetzt plötzlich haben wir dieses Büro. Künstliche Intelligenz ist, mit der verbringe ich genauso viel Zeit wie mit der Hälfte von den Leuten, mit denen ich befreundet bin. Ultra krass. Fotografie ist immer noch super wichtig für uns. Voll gut, auch schön und ich hoffe, dass wir da auch mehr machen können. Dann auch eine Sache, die auch gut lief, dass wir in Japan waren. Aber da möchte ich auch gleich zu den Sachen kommen, die nicht so gut liefen. Wir waren in Japan, wir haben super Material aufgenommen, aber leider ist es immer noch nicht geschnitten. Und also angeschnitten, aber noch nicht fertig geschnitten. Und das stresst mich ultra krass und macht mich ganz wahnsinnig. Und manchmal wache ich so morgens auf und denke so, fuck, ich muss jetzt unbedingt weitermachen, aber wie? Das ist auf jeden Fall nicht optimal und es muss jetzt einfach ASAP fertig werden. Aber da lege ich auch ein bisschen Hoffnung drauf, dass einfach, wenn Gina jetzt Vollzeit da ist, dass sich da einfach noch was ändert und einfach noch ein bisschen Struktur drin ist. Generell das Thema Projektmanagement ist leider, weil ich halt Projektmanagement machen muss, ein Problem, weil ich bin einfach kein Projektmanagement-Mensch. Ich bin eher so ein Haluri, der so sich immer voll fokussieren muss auf irgendwas und dann sonst, wenn es wieder mehrere Sachen auf einmal sind, immer überfordert ist. Hatten wir schon im letzten Video. Fun Fact, habe ich leider nicht überwunden, ist immer noch so. Da bin ich einfach oft überfordert. Ich war teilweise auch wirklich fix und fertig, wenn jemand krank war oder ausgefallen ist oder Michelle ihre Klausuren schreiben musste, weil ich dann erstmal gemerkt habe, krass, wie viele Sachen machen die eigentlich und wie crazy ist das? Also erstmal danke, dass ihr das alles macht, weil ich kann einfach die Sachen nicht mehr alleine schaffen und ich muss mir das einfach manchmal eingestehen, dass es jetzt einfach so ist, dass ich nicht alleine das Zeug hinkriege und dass wir jetzt ein Team sind. Verrückt, aber es ist einfach so und ja, dann Steuern, keine Ahnung, gehen wir auf den Sack. Papierkram geht mir mega auf den Sack, das ist alles. Was mich natürlich auch besorgt oder was mich irgendwie generell so gesamtgesellschaftlich belastet hat, ist, dass um mich rum viele Läden einfach zumachen, pleite gehen, Selbstständige leiden überall. Was einen natürlich auch nicht immer direkt mit Hoffnung erfüllt, ehrlich gesagt, und man irgendwie Angst hat, oh Gott, wenn es nicht läuft, dann habt ihr Glück, dass ihr nicht komplett verschuldet seid. Und man hat die Jahre davor 50, 60, 70, 80 Stunden gehabt die Woche und danach hat man Glück, wenn man nicht im Minus ist. So. Das macht mir manchmal echt Sorge. Ich habe ja gesagt, ich denke gerade wieder mehr über Geld nach und so, aber das ist auf jeden Fall schwierig für mich. Ich bin dadurch, glaube ich, manchmal sehr zerstreut und möchte einfach wieder mehr den Fokus finden. Das ist ein bisschen blöd. Ja, sagt sie, während sie nicht weiß, was sie jetzt gerade noch sagen wollte. Zu den Goals. Goals letztes Jahr war ja, ja, mehr verschiedene Sachen ausprobieren. In der Fotografie hat nicht so gut funktioniert. Was gut funktioniert hat, ist, dass wir die Social-Media-Frequenz erhöht haben und zwar massiv. Natürlich schaffen wir es nicht, jede Woche ein Video zu machen, aber wir haben viel mehr Videos gemacht. Ich hoffe, ihr habt es gemerkt. Wir haben auch die 600 FollowerInnen geknackt, deshalb danke dafür. YouTube macht mir gerade so richtig Bock. Ich bin auch voll dankbar, dass wir YouTube immer noch machen können. Ich weiß, es ist immer noch ein freies Projekt. Wir verdienen damit 0 Cent. Aber ich liebe YouTube und gerade Tina, Michelle und Leon stecken so viel Zeit auch in unsere eigenen YouTube-Kanäle und in Etsy und in die Etsy-Kanäle und. Deshalb krass, krass. Also dieses Goal haben wir gut erfüllt. Das freut mich auch voll. Ja, Blender lernen steht immer noch auf meiner Liste, aber keine Ahnung, ob ich das im nächsten Jahr schaffe. Ja, was sind die Ziele und Wünsche? Die Doku muss fertig werden, unbedingt. Die Dokus müssen geschnitten werden, fertig werden. Wir müssen genug Geld verdienen, dass wir einfach hier dies alles halten können. Und natürlich ist unser Ziel auch, dass dann Michelle auch fest eingestellt wird, natürlich. Also das ist das Hauptgoal. Erst Gina, dann Michelle. Dass wir uns im Büro richtig gut einleben und wir haben auch mega Glück mit unseren Büro-NachbarInnen. Also wir haben hier Schreibtische untervermietet und die Personen, die da sitzen, sind unglaublich toll. Das ist hammermäßig, dass wir einfach alle mehr zusammenwachsen, dass wir in Karlsruhe
ein krasseres Netzwerk sind, dass wir eine super Agentur sind, dass wir mit den Leuten, mit denen wir einfach abhängen, dass wir einfach stark zusammen sind und nicht verlieren, dass wir trotzdem noch die Welt verändern wollen und irgendwie ab und zu mal ein Projekt machen, was uns einfach persönlich stolz macht und irgendwie einfach so sagt, okay, wir machen jetzt gerade mal was, was gut für die Welt ist, weil manchmal, hatte ich auch im letzten Video schon gesagt, manchmal ist es so ein bisschen so ein Ding, dass man sich denkt, hey, es juckt halt einfach nicht, dass irgendjemand schon wieder eine andere Seife im Angebot hat, wenn die Welt untergeht. Da hoffe ich, dass wir immer weiter Projekte machen können, die uns einfach, wo wir einfach das Gefühl haben, wir machen irgendwas Gutes oder irgendwas Sinnvolles für die Welt. Was auch ein Wunsch wäre, dass wir einfach so Side-Hustles aufbauen, dass Etsy laufen würde. Das wäre wirklich der Hammer, wenn wir damit ein paar Euro verdienen würden. Wir haben auch eine andere Idee für so ein Side-Hustle-Ding. Wenn wir das hinkriegen würden, wäre ich auch super dankbar. Weil ich habe auch einfach größere Aufgaben und mehr Aufgaben. Ich weiß aber, dass ich die nicht alleine auf meinen Schultern tragen muss. Und damit kommen wir zum letzten Punkt dieses Videos. Danke. Danke, dass ihr mich alle begleitet. Danke an meine Freunde und meine Familie und an meinen Partner natürlich. Ihr seid für mich ein Fels in der Brandung. Manchmal ist mir das alles zu viel. Da bin ich ein bisschen überfordert und es ist immer gut, wenn man weiß, wenn man fällt, wird man gefangen. Und das weiß ich, dass ich immer gefangen werde und dass ich immer unterstützt werde und dass ihr alle an mich glaubt. Das hilft mir manchmal daran zu glauben, an mich, wenn ich vergesse, dass ich an mich glauben sollte. Dann danke an unsere KundInnen und Freunde und Menschen, die uns unterstützen, die uns Aufträge vermitteln, die uns weiterhelfen, die uns Fragen beantworten, wissenstechnisch, finanziell und wie auch immer. Also ich weiß es sehr zu schätzen. Gerade die Stadtmission war echt einfach ein Fels. Dann die Stadt Karlsruhe war ein Fels in der Brandung. Die Kunden, die wir hier in der Stadt haben, die Kunden, die seit Jahren uns begleiten, hammermäßig, Heinzmann zum Beispiel hat uns auch wieder gebucht. Danke dafür. Dann natürlich ganz, ganz, ganz großes Danke an das Team. Ja, Michelle, du begleitest mich schon seit ich eigentlich immer dachte, ich bleibe alleine und mache hier meine eigene Selbstständigkeit. Ich brauche niemanden. Doch, ich brauche dich. es ist einfach mega wichtig, dass wir das schaffen, dass sowohl du als auch Gina fest bei Sandra Media angestellt sind. Das ist das große Ziel. Gina, ohne dich könnten wir es nicht schaffen. Du bist meine erste feste Angestellte und das ist so crazy. Seit deinem Praxissemester kennen wir uns, das ist jetzt schon Jahre her. Dann warst du angestellt und bist angestellt als Werkstudentin. Und jetzt wird es echt eine 100% Stelle und ich bin so krass aufgeregt. Ich bin dir extremst dankbar, dass du wirklich diesen Schritt auf dich nimmst und nach Karlsruhe ziehst. Auch dem Alex übrigens, dass er das mitmacht. Danke dafür, ihr seid unglaublich stark und hammermäßig. Mit dir und Michelle, glaube ich, können wir die Welt verändern und alles, absolut alles schaffen. Dann natürlich jetzt auch die Personen, die uns wieder verlassen werden, wie zum Beispiel der Leon, der jetzt gerade noch bei uns ist. Danke, Leon, dass du dich für uns einsetzt und so viel mit uns machst und unsere verrückten Abenteuer mitträgst. Mit Gülay-Chan, danke, dass du da warst. Das war sehr schön und danke, dass du einfach auch alles mitgemacht hast, egal welche Aufgabe kam, immer dabei. Und Natascha, du bist für mich echt ein Vorbild. Ich denke mir manchmal so, boah, wenn ich so strukturiert wäre wie Natascha, dann wäre mein Leben echt besser. Danke für alles, dass ihr da wart, dass ihr uns unterstützt habt, dass ihr da seid noch. Leon ist ja noch da. Und ich wünsche euch nur das Beste. Ich denke, wir werden auch im Jahr 2024 sehr viel Abenteuer erleben, sehr viel verrückte Sachen machen. Ich werde es wie immer dokumentieren, beziehungsweise wir werden es dokumentieren. Drückt mir die Daumen für die Dokus. Das macht mich wirklich wahnsinnig. Bitte drückt uns die Daumen, dass wir genug Geld verdienen, dass alles gut wird. Und an der Stelle danke für alles. Danke, ihr seid alle super. Und danke an dich, liebe Zuschauerin, liebe Zuschauer, der tatsächlich immer noch hier in diesem Video ist und zuschaut. Hammermäßig. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.